Ja, neben mir ist der Goran. Der geht auch am 23. Februar in Ludwigsburg in der Rundsporthalle in der Ring. Goran, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Hallo, ich bin Goran Milakovic, ich bin 37 Jahre alt und werde Ende Februar in Ludwigsburg um den Schwergewichtstitel, um den Weltmeisterschaftstitel im Schwergewicht kämpfen. Und ja, und darauf freue ich mich jetzt sehr, bin auch sehr gespannt jetzt schon und bereite mich bestmöglichst darauf vor, um eben eine gute Figur abzugeben, im besten Fall, im Idealfall selbstverständlich den Titel mitzunehmen. Wir reden hier vom K1 Kickboxen. Wie darf ich mir dein Training vorstellen? Sehr umfangreich. Wir trainieren sowohl Knie, Beine, Fäuste. Wir trainieren sozusagen Ganzkörper sehr intensiv. Also man muss sich so vorstellen, es ist wirklich ein universelles Training. Mit dem Training könnte man eigentlich sich auf viele Sportarten vorbereiten. Wir nehmen auch das Langlauf in unser Trainingsprogramm mit ein. Wir nehmen viele X-Cross-Trainings, Varianten mit in unser Training. Also es ist sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll und sehr zehrend. Ich habe dich schon mal gesehen. Welche Chance hatten überhaupt dein Gegner gegen dich? Ich denke, er hat gute Chancen. Ich muss aufpassen. Ich muss wachsam bleiben. Es ist ein junger Mann. Er ist sehr stark. Er ist groß. Er hat Kampferfahrung. Und wenn ich mir da irgendwie, sage ich mal, eine Art von Arroganz leiste oder Unaufmerksamkeit, egal in welchem Sinne, kann das schnell in die Hose gehen und ich gehe dann als Verlierer raus. Also ich muss mich da richtig anstrengen und sehr, sehr, sehr aufpassen, was da auf mich zukommt. Der Veranstalter Thorsten Techel und seine Frau, die engagieren sich sehr stark für die DKMS. Wie stehst du dazu? Also als allererstes muss ich meinen Hut ziehen, weil diese sozialen Einrichtungen gerade für so extrem, ich sag's mal so, hässliche und sehr, sehr schlimme Krankheiten ist sehr wichtig, dass man das auch unterstützt und dass wir als Sportler, als Kampfsportler unseren Teil dazu beitragen können. Das erfüllt uns schon jeden Einzelnen mit Stolz, jeden Betreuer, Trainer und Kämpfer. Das ist wirklich sehr, sehr hervorzuheben, dass dieser Mann, Thorsten Techel und seine Frau sich da so einsetzen und wir versuchen es von unserer Seite aus, sie so viel wie möglich dabei zu unterstützen.